Hallo, ich bin Stefan Tode, Professor für Internationales Management an der FOM Hochschule in Hamburg und ich beantworte heute Fragen zum Change Management. Da stehe ich abends oder am Wochenende 4 geschlagene Unterrichtseinheiten und versuche Dinge zu erklären und dann erreichen mich Fragen wie diese. Beispielsweise nennen wir ihn mal Benno B. aus Buxtehude. Er fragt: Herr Tode, was ist eigentlich Change Management und wie wird der Begriff nochmal definiert? Das ist keine einfache Frage, denn wenn wir ehrlich sind, in der Literatur finden Sie ganz unterschiedliche Definitionen. Und zum einen sage ich, Change Management ist so ein Oberbegriff. Und stellen Sie sich vor, es gibt ganz viele unterschiedliche Veränderungsansätze. Also beispielsweise Lean Management versucht, Prozesse zu optimieren. Oder strategisches Management versucht, durch SWOT-Analysen oder Portfolio-Methoden eine Strategie zu entwickeln. Oder es gibt beispielsweise die Organisationsentwicklung, die zum Ziel hat, Kultur zu verändern. Also beispielsweise, wie Mitarbeiter zusammenarbeiten. Und keiner dieser Ansätze reicht aus, um ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu machen. Ein Change Manager muss nicht Experte auf diesen Gebieten sein. Er muss verstehen, wo die Zusammenhänge bestehen und er muss die Wechselwirkung verstehen und er muss so ein grundlegendes Verständnis von diesen Ansätzen haben. Also Change Management ist ein Oberbegriff für ganz unterschiedliche Partialansätze. Das ist die eine Annäherung an den Begriff. Die zweite heißt, egal was man verändert in Unternehmen, es führt immer dazu, dass Menschen, also Mitarbeiter und Führungskräfte, reagieren werden. Entweder sie zeigen Widerstand, das ist nicht gut, oder sie sind zu euphorisch. Auch das kann zur Falle werden, weil man Risiken ausblendet. Ein Change Manager muss wissen, wie er mit Widerstand umgeht, wie er ihn vielleicht sogar vermeidet und wie er mit Euphorie umgeht, um dauerhaft die Veränderungsbereitschaft in dem Unternehmen erhalten und erneuern zu können. Nächste Frage. Herr Tode, ich bin Mitarbeiterin in einem Unternehmen und wir durchlaufen gerade einen Veränderungsprozess. Ich stelle fest, Führungskräfte und Mitarbeiter sind nicht veränderungsbereit. Woran liegt das? Das stellen wir natürlich oftmals fest. Und es liegt letztendlich daran, dass wir Gewohnheitstiere sind. Wir lieben Stabilität und Sicherheit. Das hängt natürlich ganz stark von der eigenen Persönlichkeit ab. Aber bei vielen Menschen ist es so. Und weil wir so ein Gewohnheitstier sind, wollen wir nicht aus der Komfortzone heraus. Wissenschaftlich könnte man sagen, gibt es so 4 Barrieren, die wir nicht bereit sind zu überwinden. Also zum einen die Barriere des Nichtwissens. Wir sind desinformiert. Wenn wir etwas nicht verstehen, machen wir es nicht mit. Oder die Barriere des Nichtkönnens. Beispielsweise wird ein neues IT-System implementiert. Wir sind Excel-Experten, von den Neuen verstehen wir nichts, deshalb Barriere des Nichtkönnens. Oder wir werden gar nicht gefragt, wir dürfen nicht partizipieren, wir können nicht an Konzepten mitarbeiten. Und das heißt, wir kommen nicht über diese Barriere des Nichtdürfens. Und schließlich, selbst wenn wir Dinge verstehen, selbst wenn wir sie beherrschen, selbst wenn wir mitwirken dürfen, es gibt immer noch eine weitere Barriere, das ist die des Nichtwollens. Und die ist häufig vertreten bei Menschen, die viel zu verlieren haben durch die Veränderung. Ein Change Manager muss verstehen, wie man über diese Barrieren kommt. Er muss auch jedem einzelnen Mitarbeiter helfen, über diese Barrieren zu kommen. Wie lässt sich Widerstand vermeiden oder zumindest vermindern? Die Forschung weiß dazu schon ganz lange Zeit die Antwort. Wenn man zurückgeht in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, da gab es schon gruppendynamische Forschungsansätze und man hat beispielsweise verstanden, dass wenn Mitarbeiter in Fertigungsbetrieben mitwirken dürfen an der Veränderung von Prozessen, dass sich dann wesentlich schneller und wesentlich deutlicher die Produktivität anschließend steigern lässt. Das ist das Stichwort der Partizipation. Und so ein Kernsatz von Change Management lautet ja auch, Betroffene zu Beteiligten machen. Aber in der Praxis stellen wir fest, Unternehmen machen davon viel zu wenig Gebrauch. Die Frage ist, warum? Ein ganz wesentlicher Grund ist sicherlich, das kostet Zeit, das kostet Geld. Und das bedeutet schließlich eine Investition. Unternehmen sind vielfach nicht bereit, diese Investition zu tätigen, weil der Ausgang für sie häufig unklar ist. Aber das ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Und der Umsetzungserfolg, auch das zeigen Studien, der Umsetzungserfolg von Veränderungen wird signifikant erhöht. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Das ist eine Frage, die oftmals auch so am Ende des Semesters gestellt wird, nämlich wie oft scheitern eigentlich Veränderungsprozesse? Die Literatur zitiert da ganz oft eine Zahl und alle schreiben so mehr oder weniger auch voneinander ab.
70% aller Veränderungsprozesse scheitern. Wenn man zur Ursprungsquelle zurückgeht, ne, Anfang der 90er, Hammer und Champy, eine Veröffentlichung zum Business Reengineering, dann wird man feststellen, sie haben keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür. Das ist so erfahrungsbasiert. Im Grunde genommen gibt es keinen Beleg. Man weiß nur, viele Veränderungsprozesse laufen bei weitem nicht so effizient und effektiv, wie sie ablaufen sollten. Das ist alles. Aber das ist auch schon sehr viel, weil es zeigt, welchen Bedarf für Change Management es letztendlich gibt. An die letzte Frage, da schließt sich eine weitere Frage an. Wenn man also weiß, dass Veränderungsprozesse nicht so erfolgreich sind, was sind denn Erfolgsfaktoren? Woran liegt es, dass Veränderungsprozesse erfolgreich sind oder nicht? Auch da finden Sie zahlreiche Studien und ganz viele Erfolgsfaktoren. Im Kern sind es, so meine ich, 4. In jeder Studie finden Sie den Erfolgsfaktor Commitment. Commitment der Führungskräfte. Das heißt, alle Führungskräfte müssen bereit sein, sich selbst zu verändern und die Veränderung des Unternehmens mitzutragen. Und ganz wichtig, sie müssen sich einig sein. Sie müssen an einem Strang ziehen. Zweiter Erfolgsfaktor, man braucht einen Change Manager. So absurd es klingt, viele Veränderungsprozesse beginnen damit, dass es niemanden gibt, der über Change Management Expertise verfügt. Und erst im Laufe eines solchen Projektes, also beispielsweise nach 2, 3, 4 Monaten, stellt man fest, es läuft nicht so rund, es gibt Widerstände, wir brauchen einen Change Manager. Diesen frühzeitig zu haben, bevor der eigentliche Kickoff erfolgt, ist ganz wichtig. Drittens, wenn man Mitarbeiter frühzeitig einbindet und natürlich auch Führungskräfte, wenn man sie also partizipieren lässt, Konzepte mitentwickeln lässt, dann wird das Veränderungsprojekt später wesentlich erfolgreicher sein, weil es eben auch tatsächlich umgesetzt wird. Und schließlich, last but not least, Kommunikation. In einem Veränderungsprozess kann man kaum zu viel kommunizieren. Es geht eher darum, dieselbe Botschaft, eben weil sie so neu häufig ist und weil sie von jedem einzelnen Menschen so viel verlangt, über verschiedene Kanäle immer wieder zu kommunizieren. Ganz wichtig ist auch, dass Führungskräfte persönlich kommunizieren. Das ist immer noch das stärkste Medium. Und schließlich muss man eine Sprache wählen, die in Bildern spricht, die lebendig ist und die zur Kultur des Unternehmens passt. Also bitte kein Denglisch-Beratersprech, sondern eine lebendige, kulturkonforme Sprache. Jetzt haben wir so viel von Change Management gesprochen und wir haben auch den Change Manager hin und wieder erwähnt. Eins ist noch ganz wichtig. Change Management ist nicht eine Aufgabe exklusiv für einen Change Manager, sondern Change Management ist eine Aufgabe für alle Führungskräfte und Mitarbeiter. Denn nur wer veränderungsbereit ist und wer bereit ist, an Veränderungen mitzuwirken, wird tatsächlich diese Veränderung, diesen Change auch zum Erfolg führen können. Ja, genau. Genau.